weit angereist, Fuxi hier, der uns dazu ein bisschen was erzählen wird. Eins, zwei. Hallo. Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Ich möchte mit euch über Kinderfotos sprechen, werde allerdings kein einziges Foto herzeigen und auch keine Videos. Ich kann auch nur ein bisschen aus der Beobachterperspektive sprechen. Ich habe selbst keine Kinder. Man dachte, für den Vortrag wäre es cool, ein Kind zu haben und so. Habe dann auf Wikipedia nachgelesen, dass man dazu eine Partnerin braucht. Ja, ich wusste, da ist irgendwo ein Haken an der Sache. Man hört, ich bin Österreicher und nachdem mich niemand kennt, habe ich eine Selbstdarstellerfolie vorbereitet. Ich verdiene mein Geld als mit Website basteln, bin Chefredakteur von unserer uniweiten Studierendenzeitschrift, in der Piratenpartei in der österreichischen aktiv und ein paar Wochen im Jahr bin ich als Landwirt tätig auf dem elterlichen Bauernhof. Bevor ich mit dem Vortrag genau anfange, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden sehr viel über Kindheit sprechen, auch in der Diskussion, die hoffentlich stattfinden wird. Wenn jemand traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatte, könnte es vielleicht zu unangenehmen Situationen führen. Darum möchte ich das vorweg schicken. Starten wir gleich mal. Nachdem ich Österreicher bin, muss ich natürlich mit Sigmund Freud starten. Und okay, ich probiere es besser. Ich spreche generell sehr leise. Das ist jetzt laut. Und zwar, es geht jetzt nicht nur um die sozialen Auswirkungen, wie bringt man Kindern den Umgang mit Medien bei, sondern auch um die versteckte Psychologie dahinter. Welche Ereignisse bleiben abgespeichert und werden dann im weiteren Verlauf des Seelenlebens wieder abgerufen? Ich kann den Satz kurz vorlesen, vielleicht auch für den Stream. Der Niederschlag der langen Kindheitsperiode, während der werdende Mensch in Abhängigkeit von seinen Eltern lebt, bildet sich in seinem Ich eine besondere Instanz heraus, in der sich dieser elterliche Einfluss fortsetzt. Sie haben den Namen des Über-Ichs erhalten. Insoweit dieses Über-Ich sich von Ich sondert oder sich ihm entgegenstellt, ist es die dritte Macht, der das Ich Rechnung tragen muss. Eine Handlung des Ichs ist dann konkret, wenn sie gleichzeitig den Anforderungen des S, des Über-Ichs und der Realität genügt. Wir werden später dann nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, aber das ist ungefähr das, was uns begleiten wird. Das Weitere, was diesen Vortrag ein bisschen unterscheidet und warum ich das konkret mit Kindern durchspiele und konkret mit der Post-Privacy, wir haben in den letzten Vorträgen sehr viel über die selbstbestimmte Post-Privacy gehört, soziale Versuche, aber auch das Aushandeln von Normen zwischen erwachsenen Partnern und Partnerinnen. Hier ist es natürlich interessant, dass man auf die Fremdbestimmung zu sprechen kommt, weil Eltern eine gewisse verantwortungsvolle Rolle natürlich über ihren Kindern gegenüber vornehmen, aber auch Daten veröffentlichen, ohne die Zustimmung der Kinder, der Babys oder ähnliche einholen, was auch nicht möglich ist. Und die Selbstbestimmung auch dann beim Rezipieren des Ganzen interessant wird. Wenn ich das Fotoalbum aufschlage, dann ist eine Handlung, die ich anstreben muss, während hingegen ein Internetfoto mir auch bei einer Google-Suche unterkommen kann oder wenn Algorithmen mich taggen, dann muss ich gar keine Aktion vornehmen. Kinderfotos sind eigentlich ein elementarer Bestandteil des Webs. Die ersten GeoCity-Websites, die man 94 mit animierten GIFs gesehen hat, haben schon beinhaltet mein Haus, meine Familie, meine Kinder. Ab einem gewissen Alter, in dem ich mich leider schon befinde, wird auch der Facebook-Stream sehr viel mit Kinderfotos vollgefüllt. Und diese Fotos sind eigentlich ein Bestandteil der Eltern. Ich habe hier geschrieben, Facebook-Fotos sind, Babyfotos sind systemimmanent, weil die Schuldfrage natürlich nicht so einfach zu stellen ist. Natürlich könnte man sagen, so Eltern haben bis zu einem gewissen Alter keine Fotos von ihren Kindern zu veröffentlichen und damit ist die Diskussion beendet. Aber will man es Eltern wirklich übel nehmen, wenn ein Kind geboren wird, was ein wirklich einschneidendes, ein beeindruckendes Erlebnis ist, dass sie das nicht auch teilen wollen? Auch wenn man die Top-YouTube-Videos anschaut und die ganzen Musikclips wegnimmt, so befinden sich Baby-Videos in den Hitlisten ganz vorne mit millionenfachen Abrufen. Also es ist auch ein Publikum dafür da. Babys sind nun mal ähnlich wie Katzen sehr süß.
Und es gibt ein begieriges Publikum, das das gerne abruft. Natürlich gibt es bei allen Bewegungen auch eine Gegenbewegung. Ich weiß von ein paar Bloggerinnen in Österreich, die in der Karenz sich befinden und die auf ihrem Blog einen Button haben, sozusagen, wir veröffentlichen keine Kinderfotos aus den genannten Gründen. Es gibt eine schöne Website, die heißt stfuparents. Irgendwas, shut the fuck up parents ausgesprochen, und die das Parental Oversharing anprangern, wo anonymisiert gewisse Facebook-Status-Nachrichten gepostet werden oder gewisse Fotos. Was mir in dem Zusammenhang sehr gefallen hat, ist, dass das Online-Leben vor dem biologischen Leben beginnt, weil nämlich Ultraschallfotos den Weg ins Web schon finden und das Social Graph des zukünftigen Heranwachsenden bei T-075 beginnt sozusagen. Und natürlich man dieses Ultraschallbild auch schon taggen kann. Interessant wird dann natürlich, wenn wir über die Auswirkungen diskutieren. Für die Auswirkungen ist es interessant, ein paar Feststellungen zu treffen. Es wurde heute in einem Vortrag schon erwähnt, im Internet gibt es nur eine Schein-Pseudo-Privatsphäre. Auch wenn ich die Facebook-Fotos auf nur Freunde gesetzt habe, kann ich nicht davon ausgehen, dass die nirgendwo anders gespeichert werden, dass nicht irgendwelche Bugs sich einschleichen und das gesamte Fotoalbum veröffentlichen. Und auch davon auszugehen ist, dass die Algorithmen für die Bilderkennung sich weiterentwickeln. Es gibt schon die ersten Versuche, wo man über die Entwicklung des Menschen hinweg das Tagging funktioniert, und es wird früher oder später sicher möglich sein, auch von einem erwachsenen Menschen auf das Kindheitsfoto zu schließen. Und diese Auswirkungen dieser ständigen Verfügbarkeit des Fotos könnten folgendes sein. Das sind jetzt nur Thesen, die ich dann durch zur Diskussion stelle. Kindern wird Privatsphäre völlig fremd. Die Eltern haben kistenweise Fotos online gestellt, YouTube-Videos und ähnliches. Sie bekommen ein iPad in die Hand gedrückt mit jungen Jahren. Es könnte dazu führen, dass sie ihre Kommunikation komplett öffentlich führen und eigentlich gar nicht mehr wissen, so wie ist das eigentlich, wenn man jetzt Fotos irgendwo anders verstaut als auf einem öffentlichen Flickr-Ordner. Es kann natürlich aber auch dazu führen, dass es eine Gegenthese gibt, und zwar, dass die Fotos, die vielleicht nicht so toll sind, wenn man als Teenager dann das Prinzessinnenfoto vom ersten Kindergeburtstag sieht, dass das zur Auswirkung führt, dass das Rückkehr des Privaten, so ich veröffentliche gar nichts mehr, von mir gibt es im Web schon so viel, ich will mit diesem nichts mehr zu tun haben. Das Dritte ist natürlich die Symbiose aus dem Ganzen, es ist ein selbstbestimmter Umgang mit der Privatsphäre. Die Leute lernen von klein auf damit umzugehen. Sie wissen, wenn sie was online stellen, ist das online und kann auch nicht mehr ins Private rückgeholt werden. Und wenn ihr was nicht online stellen wollt, dann schaltet vorher das Hirn ein. Ich glaube, dass diese drei Thesen auch nicht ausschließlich existieren werden, sondern je nach sozialer Schicht unterschiedlich. Man kann hier vielleicht auch einen Rückgriff auf das Fernsehen nehmen. Eltern, die die Kinder einfach vor die Glotze setzen und damit stundenlang beschäftigen, werden ihnen vielleicht auch einfach ein Computer oder ein Tablet oder ähnliches in die Hand drücken und sagen, ja, mach mal, mich interessiert das eh nicht. Oder selbst ganze Zeit vorm Computer sitzen, also die Kinder nicht richtig erziehen. Wird wahrscheinlich eher These A zutreffen, wenn natürlich in intellektuelleren Haushalten das weitergegeben wird, dass die Kinder mehr aufpassen, dass sie eine Medienerziehung genießen. Die angesprochene Selbstbestimmung und Fremdbestimmung habe ich hier nochmal erörtert. Und zwar hier geht es um das Rezipieren der Inhalte. Bei einem Fotoalbum, beim gedruckten, muss ich zum Schrank gehen, das unter Kisten suchen, entstauben und kann aktiv dann darin blättern. Und dieser Vorgang wird nur zu sehr, sehr bestimmten Ereignissen durchgeführt. Ja, wenn man eine neue Freundin hat und man möchte ihnen die Fotos zeigen und man hat schon so viel Vertrauen dahin. Das private Fotoalbum ist sozusagen ein Datentresor, ein Privatsphäre-Tresor, der nur bestimmten Menschen zugänglich ist. Ganz umgekehrt ist es bei Online-Alben. Die sind vielleicht nur für einen eingeschlossenen Benutzerkreis oder Benutzerinnenkreis zugänglich. Allerdings kann ich nie davon ausgehen, dass eben die Sachen nicht abgespeichert werden oder anderweitig wieder rezipiert werden.
und weitergegeben werden. Oder ich google meinen Namen und plötzlich werden bestimmte Inhalte geliefert, die ich eigentlich hätte vergessen sollen. Denn Erinnerung ist ein sehr, sehr subjektiver Vorgang. Man hat in der Vergangenheit Sachen erlebt und hat ein bestimmtes Bild davon. Dadurch, dass ich dann ein Foto sehe, wie es war, erfolgt ein Abgleich mit der Realität. Das bedeutet, ich kann es mir nicht mehr so vorstellen wie in der Fantasie, wie ich es gedacht habe, sondern es kommt so die harte Realität zurück, schau, da hast du das Foto, so ist es wirklich gewesen. Und dadurch wird die Erzählweise ein bisschen enger. Man kann das vielleicht auch persönlich nachvollziehen, wenn man eine Beziehung hinter sich hat und man sieht andauernd wieder die Beziehungsfotos von früher. Das hinterlässt einen gewissen Schmerz, weil die schönen Momente dann überlagert werden vom schmerzlichen Erlebnis der Trennung. Das kann natürlich dann online auch passieren. Und ganz gefährlich wird es natürlich, wenn mit diesen Fotos negative Ereignisse verknüpft sind. Ja. Man hat beispielsweise ein Familienmitglied gehabt, das einem verprügelt hat. Und man findet plötzlich das Foto, wo man als Baby von dieser Person in der Hand gehalten wird. Das führt natürlich dann dazu, dass sich schon bestimmte Einschränkungen der Seele herausbilden, bis hin zur Gefahr von Psychosen. Und damit bin ich schon fertig. Entschuldigung für den Schnelldurchlauf. Ich habe im Vorfeld schon ein paar sehr interessante Diskussionen geführt und hoffe, diese weiterzuführen. Die Präsentation hat auch einen fehlenden anderen Teil gehabt. Ich wollte ursprünglich auch die Eltern befragen, die online teilen oder nicht teilen, aber ich war die letzten 3 Wochen im Krankenhaus, darum ist dieser Teil leider weggefallen. Meinung, Wortmeldung. Hat irgendjemand Kinder und veröffentlicht alles von denen? Gibt es da Erfahrung? Ja, Gott, ich habe selber mal die Frage, weil ich habe selber ein Kind, was jetzt auch schon einen eigenen Twitter-Account hat. Und ich würde gerne mal von dir irgendwie Leitrichtlinien oder sowas hören, was man machen sollte, was man mal nicht machen sollte. Hast du dir denn mal darüber Gedanken gemacht? Also kannst du irgendwelche Hinweise geben für junge Eltern, die halt selber in der Post-Privacy leben, ob sie dann ihre Kinder auch in diese Post-Privacy führen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, hier Richtlinien zu definieren, außer dass man Medienkompetenz an die Kinder vermittelt. Der Vortrag war auch nicht als Anprangerung gedacht oder als Wertendes, sondern sollte einfach eine Diskussion in Gang setzen, die sich die Gesellschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten stellen muss. Ich sag kurz was, ich komme nämlich gerade frisch. Ich muss nur näher ran. Ich komme gerade frisch von großen Familienfeier. Meine Schwester hat 2 kleine Kinder, die sind irgendwie 7 und 3. Und die postet alle 2 Tage, was die sich ins Gesicht schmieren, wie sie sich gegenseitig verprügeln, was sie in Lego bauen, was sie in lustigen Sachen zum Abendessen sagen. Der Kleine nimmt mein iPhone und riegelt es problemlos mit 3 und macht irgendwie Fotos. Ich glaube, es gibt da keine Regeln, die man so aufstellen kann, aber ich glaube, wenn Kinder es selber als normal empfinden, werden die das später auch nicht als besonders dramatisch finden, wenn es irgendwo Fotos von ihnen als Dreijährige mit falschen Socken gibt. Posten das die Eltern oder posten das die Kinder selber? Die Eltern. Mit 3. Also er kann Fotos machen, aber kann sie noch nicht twittern. Eins der schönsten Interviews, das ich mal führen durfte, also wo ich interviewt wurde, war für die Sendung mit der Maus. Und da ging es auch um Kinder und Internet und so weiter. Da wurde halt auch gefragt, wie ist das denn mit Kinder ans Internet ranlassen und so weiter. Das Internet ist halt letztendlich eine große gefährliche Stadt und da gibt es halt auch Ecken, wie in einer normalen Großstadt, wo ich mein Kind halt auch nicht unbeschützt hinlassen würde. Ich glaube aber, dass das alles nicht so kompliziert ist, wie uns das manchmal vorstellt. Also da, ne, gesunder Menschenverstand ist so ein schreckliches Wort, aber manchmal kann man das als Denkabkürzung
durchaus benutzen. Also ich sehe es halt an meiner kleinen Tochter, die halt irgendwann, also sie ist 10 und wollte jetzt einen Blog eröffnen und ihr war halt auch klar, dass sie das Blog jetzt erstmal nicht unter ihrem Realnamen macht, sondern ohne Angabe von Namen. Und ihr Bedrohungsszenario war jetzt ganz konkret. Also sie hat halt gesagt, hier in der Grundschule teilen wir uns den Schulhof mit der Hauptschule nebenan und da gibt es manchmal böse, größere, ältere, die einen dann verprügeln wollen und ja, so ähnlich wird das ja auch im Internet aussehen. Also es ist alles schon, zum Teil sind das halt Erfahrungssachen, die halt Kinder schon haben, nur halt dann nochmal aufs Internet übertragen. Also so geheimnisvoll ist da halt gar nichts. Da muss halt ein bisschen beschützt werden und da muss ein bisschen an die Hand genommen werden, weil die Kinder halt ja noch unter der Obhut stehen. Andererseits, glaube ich, sollte man da halt auch nicht die Panik schieben, dass es jetzt der totale Bruch von allen kulturellen Konventionen ist, weil wir das jetzt mit TCP/IP machen, anstatt auf dem Schulhof. Weitere Position. Siehst du noch irgendwas, was ich nicht sehe? Okay. Ja, dann machen wir jetzt noch mal eine kleine Pause und es geht gleich dann noch mal weiter mit dem öffentlichen Steuerverzeichnis.